Sly! Bitte kommen! Sly! Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Laut und sehr laut. Sorry, bin halt ein bisschen nervös. Wie immer beim Einbruch ins Polizeipräsidium. Mach dich locker, Bentley. Du sitzt doch sicher im Van. Ich bin der Dieb hier. Ich muss Inspektor Carmelita Fox diese Akte stehlen. Okay, du kannst auf meine Augen und Ohren zählen, Kumpel. Ich habe das Sicherheitssystem voll im Griff. Um da hineinzukommen, musst du durch den Luftschacht dort gehen. Okay, ich gehe rein. Und vergiss nicht, dass ich am Steuer sitze, Sly. Du musst dir nur die Akte schnappen und wieder zurück zum Wagen kommen. Den Rest machen wir. Lass einfach nur den Motor laufen, Murray. Ich bin sofort unten. Hey Bentley, ich glaube, ich habe Halluzinationen. Muss Höhenangst sein oder so. Siehst du diese irren blauen Lichter? Echt? Ich habe davon gelesen. Waschbären, Meisterdiebe, können fühlen, wenn sie etwas stehlen können. Das zeigt sich dann als blaue Aura. Wenn meine Forschungen stimmen, musst du nur nah an sie herangehen und die Kreistaste gedrückt halten. Und dann solltest du einen super lautlosen Meisterdiebe-Kniff ausführen. Die Kreistaste nah an den blauen Auren gedrückt halten. Bin dabei. Sei hier besonders vorsichtig, Sly. Trittst du in einen dieser Laserstrahlen, löst du den Alarm aus und wirst nebenbei knusprig gegrillt. Gute Arbeit, du bist drin. Das Büro von Inspektor Carmelita Fox ist hinter der roten Tür. Die Tür muss super gepanzert sein, Sly. Vielleicht kannst du sie ja umgehen. Hier lagert Inspektor Carmelita Fox alle ihre wichtigen Daten. Ich habe mich in den Sicherheitsgroßrechner der Polizei eingehackt und die Kombination des Safes entdeckt. Versuch es mal mit 937. Du hast sie! Wenn du über die Feuerleiter runterkommst und über den Parkplatz gehst, warten wir mit dem Fluchtwagen auf dich. Verbrecher! Alberner Waschbär, ich hab dich auf frischer Tat ertappt. Ah, Carmelita. Wir haben uns nicht gesehen, seit ich dich in Bombay abserviert habe. Das erinnert mich, du musst den indischen Feuerstein seinen rechtmäßigen Besitzern zurückgeben. Oh, und ich wollte ihn dir geben als kleine Erinnerung an mich. Hey,
Weißt du, dass diese Bazooka die Farbe deiner Augen betont? Ziemlich verführerisch. Findest du? Die Pistole hat einen üblen Wumms. Den musst du probieren. Könnte deine kriminelle Karriere beenden. Und unser kleines Rendezvous? Dafür haben wir reichlich Zeit, wenn du hinter Gittern sitzt. Ich würde ja noch bleiben, aber ich bin nur auf einen Sprung hier, um diese Akte mitzunehmen. Du hattest sie ja lang genug. Wieder einmal hatten meine Gang und ich Inspektor Carmelita Fox eine Abfuhr erteilen müssen. Ich war überrascht, wie gut sie es aufnahm. Endlich! Die geheime Polizeiakte, die ich jahrelang gesucht hatte. Damit konnte ich Rache üben und in den Besitz des Familienschatzes kommen. Es begann, als ich ein kleines Kind war. Ich stamme aus einer Familie von Meisterdieben, deren Geheimnisse über das lautlose Stehlen in einem uralten Buch niedergeschrieben wurden. Dem Buch des Meisterdiebs. Wir spezialisierten uns darauf, nur Kriminelle zu bestehlen, da dies die einzig wahre Herausforderung darstellte und ehrenhafter war, als normale Leute zu erleichtern. Nur wenn du einen Meisterkriminellen bestehlen kannst, bist du ein Meisterdieb. Doch in der Nacht, in der ich das Buch erben sollte, kamen 5 Fremde an unsere Tür. Mein Vater versuchte uns alle zu beschützen, aber die Gaunerbande, die teuflischen 5, überwältigten ihn und fanden bald das Ziel ihrer Träume. Das Buch des Meisterdiebs, das Handbuch unserer Familie über die hohe Kunst der Diebe, fiel in ihre schmierigen Hände. Sie zerrissen das Buch in 5 Teile und verschwanden, jeder mit seinem, in die entlegensten Teile der Erde, um dort ihre Verbrechen zu begehen. Verlassen und traurig wurde ich ins Waisenhaus gebracht. Dort lernte ich 2 Typen kennen, die meine besten Freunde und Kollegen werden sollten. Bentley, Technikgenie und erstklassiger Stratege, und Murray, Teilzeitfahrer und Tollpatsch. Wir schworen, die teuflischen 5 zur Strecke zu bringen, meinen Vater zu rächen und das Buch des Meisterdiebs zurückzustehlen. Ich stand vor der härtesten Prüfung meines Lebens. Entweder würde ich dabei auch ein Meisterdieb werden oder den Namen meiner Familie für immer beschmutzen.